Letztes Mal in Persona 5 Royal. Ah, das reicht, oder? Ich lasse es noch ein bisschen unordentlich. Das verleiht dem Zimmer Charme. Ich bin fertig mit Aufräumen. Was? Was? Kawakami? Ist alles okay mit dir? Ich bin erledigt. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Wir befinden uns in unserem gut versteckten Versteck, nachdem wir das letzte Mal unserer Klassenlehrerin bei ihrem Nebenjob ein bisschen näher gekommen sind. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Scheint mir auch nur so halblegal zu sein, aber wie dem auch sei, bisher verläuft das Ganze recht gut. Und wir sind jetzt dabei, das erste Mal uns Kaneshiros Palast mal ein bisschen auf eigene Faust anzusehen. Mal gucken, wie es uns in dieser Bank ergehen wird. Und es geht jetzt im Prinzip darum, rauszufinden, ob wir wieder irgendwelchen Hindernissen begegnen, die wir in der Realität aus dem Weg räumen müssen. Weil ich möchte nicht, dass es wieder so knapp wird wie beim letzten Mal. Deswegen gleich 14 Tage vorher schon mal gucken, ob uns irgendwelche Hindernisse begegnen. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe übrigens inzwischen auch ein paar Kostüme installiert. Aber nur die, die bei Persona 5 Royal sowieso dabei sind. Sprich, ich habe mir den Classic, diesen Persona 5 Royal Legacy DLC mal aktiviert, weil der gehört ja sowieso zur Royal-Version dazu. Da gibt es noch ein paar Kostüme, die können wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Die muss ich aber erstmal dann in meinem Zimmer abholen, an meinem Karton. Deswegen gehen wir jetzt erstmal im Standard-Outfit in den Palast. Okay, let's go. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt in dieser Folge, eventuell mache ich 2 Folgen draus. Das ist eine gute Frage. Wir haben noch gar keinen Decknamen für Makoto. You all were using codenames, weren't you? Ja, hast du gut bemerkt. You're quite perceptive. Ja, wir haben es ja quasi ja aufgedrängt, dass das so ist. Also das zu übersehen, das wäre schwer gewesen. Da hätte ich dann jetzt doch an ihren Fähigkeiten gezweifelt. This time's a hard one. Maybe something like shoulder pads? Really, Ryuji? Was Besseres fällt dir nicht ein? Why in the world did you focus on that? Das ist eine gute Frage. I refuse to be called that. Kann ich verstehen, ja. What about Ryder? Sounds too much like a smuggler. Next. Fixer? Ja, vermutlich nicht. I'm not a mastermind, though. Next. Won't you give me something better to work with? She reminds me of an empress. You got anything, Joker? Queen? Whoa, I totally see it. It fits so well that I'm at a loss for words here. Oh Mann, das wird bei euch eine ganz schöne Dreiecksbeziehung, oder? Ich meine, du stehst auf Ahn und jetzt auch noch auf Makoto. Queen. It has a nice ring to it. I like it. Now then, could you explain to me the strategy for this mission? Strategy? Ja, dass du dir keine zurechtgelegt hast, Ryuji, das ist mir schon klar. You don't have one? Wait, the Phantom Thieves were acting without any plans? Ja, müssen wir leider zugeben. Auch wenn ich mir immer was Grobes zurechtgelegt habe. So rein faktisch. Ja. Bisher war das so. We pretty much look around the area. I provide navigation when needed. And then, treffen wir auf ein Hindernis, versuchen es aus dem Weg zu räumen und irgendwie hat es bisher immer funktioniert. Sag doch, wie es ist. If we run into shadows, we beat the shit out of him. Ja, das ist mir klar, dass das das Einzige ist, was dich interessiert. Very well then. I feel like I'll be useful for sure. In Prügeleien? Ja gut, können wir ja probieren.
Seems my role is to be the brain of this team. I'll analyze Mona's information and give out orders. Gut, so können wir es natürlich auch machen. Any objections? Nö. None, Queen! I bet Skull's definitely the type that'll be under a girl's thumb. Mona, will you begin navigating us? Yes, Queen! Him too, it seems. Tja. Indeed. Anscheinend sind wir auf dieselbe Weise wie beim letzten Mal hier reingekommen. Offensichtlich sieht man uns als Kunden, die man ausnehmen kann. Ah, das ist sehr gut. Diese Nachlässigkeit kommt uns zugute. Allerdings ist es jedes Mal wieder ein bisschen gruselig. Gut, dann könnten wir gleich genau Makoto mal mit im Team lassen. Lasst uns doch mal schauen, wer da gerade welches Level hat. Läuft das unter Ausrüsten? Nee, oder? Oder? Nee. Werte war es, glaube ich. Ja, genau. Also, wir haben Morgana auf 21 und Makoto auf 21. Lasst uns mal Morgana, Ahn und Makoto mitnehmen. Damit Morgana und Makoto ein bisschen... machen wir Morgana, Ahn und Makoto. Hey! Ja. Oh. Da geht Yusuke erstmal raus. Thanks. Ja, ich will dich für die Startaufstellung. Und zwar für Ryuji, der kann mal raus. Und dann, genau. Morgana, Ahn und Makoto. Hatte ich nicht gerade noch Ryuji gesagt? Na, ist egal. Wir gehen so in die Bank rein, würde ich sagen. Da drüben wäre noch der Velvet Room. Will ich da mal rein jetzt? Auf der Schnelle eigentlich nicht, glaube ich. Oder? Nee, wir gehen erstmal in die Bank. Aber was zur Hölle ist das? Also, die wollten scheinbar dieses riesige Loch verstecken. Aber jetzt kommen wir nicht rein. Tut mir leid, ich glaube, ich habe es etwas übertrieben. Nee, du hast uns gerettet. Nice. Na genau, nur wegen der Aktion von Queen stecken wir jetzt nicht in ernsthafter Gefahr. Danke. Wieso und weshalb ist jetzt nicht von Bedeutung? Lasst uns einen neuen Infiltrationspunkt suchen, Joker. Ja, würde ich aber auch sagen. Kann ja nicht das große Problem sein, hier wird doch irgendwo was zu finden sein. Kommen wir durch ein Fenster rein oder so? Nee, hier komme ich ja nicht mal hoch. Okay. Ich kann hier ran. Hm? Was könnte es sein? Ein Schwein? Ah, Moment. Ich spüre einen Luftzug. Er kommt unter der Statue hervor. Kommt dir das auch seltsam vor, Joker? Das ist mal eine komische Statue, ja. Und das Schild ist sehr verdächtig. Es ist eine komische Statue, ja. Yes. Ja, ganz besonders das Schild. Ich frage mich, warum es so seltsam aussieht. Warum schauen wir uns das nicht an? Und zack, das haben wir drin. Wow. Oh, ein Geheimgang. Ja, was hast du erwartet? Dann gehen wir rein, nachdem wir uns gut vorbereitet haben, schon klar. Ja, dann rein da. So wie es hier drinnen aussieht, denke ich, wir sind in der Bank. Unser Plan hat toll funktioniert. Ich kann mich nicht an diesen Ort erinnern. Wo sind wir hier gelandet? Na, irgendwo muss eine Karte sein. Schauen wir uns erstmal um und suchen nach einem Schatz. Denke ich aber auch. Alles andere bringt uns sowieso relativ wenig jetzt an der Stelle hier. Achso, das Ding kann ich gar nicht mitnehmen. Ich dachte, hier kann ich abräumen. Okay. So, dann springen wir gleich mal hier vor bis darüber. Nehmen das Sparschwein mit. Und dann gucken wir mal. Hold on a second. What is that? Okay, ich dachte jetzt, es wäre nicht vertont. Es ist vertont. A shadow in the shape of a dog. It seems this place has its own watchdogs. Und wen wundert das jetzt? I don't like the looks of this. Ja, ist klar, du bist eine Katze. You mean because you're a cat? Danke, Ryuji. Hell no. I mean, it might be able to sniff out intruders or hunt us down super fast. But
If it does end up making trouble for us, that could actually work out in our favor. We'll have a chance to finally show off our surprise finisher. Ah ja, da war ja was. Sorry to butt in. We've been spotted. Der heult ja wie ein Wolf. Oh. Hi, Fluffy. Ah ne, dafür hat er einen Kopf zu wenig. Oh, ouch. Not bad. But love always burns the brightest when facing down an opponent like this. Okay. Pither, I think the moment's finally arrived. It's showtime. Na, jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was das wird. Huh? You wanna do that right now? Jeez, fine. Here we go. Okay. Einsatz von Showtime. Showtime wurde freigeschaltet. Bei diesem Angriff arbeiten zwei Gruppenmitglieder zusammen. Showtime wird aktiviert, wenn ein Gruppenmitglied am Zug ist. Dieser mächtige Angriff ist nur dann möglich. Es werden keine TP oder SP verbraucht. Okay. Und unter welchen Bedingungen? Setze Showtime ein, indem du aufs Touchpad drückst, wenn das entsprechende Symbol erscheint. Ah, das kann ich also manuell auslösen. Ich verstehe. Taugt das was? Was? What? Was zum... What? Was zum Teufel war das gerade? Das ist aber neu in Royal, oder? Was zum... Das war ja geil. Aber das hat ordentlich Schaden gemacht, muss ich zugeben. So schlecht war das jetzt nicht. Geil. Okay. This is amazing. Alter, was war das denn gerade? Wann habt ihr denn rausgefunden, dass ihr das könnt? Ja, das ist nur das Ergebnis unseres geheimen leidenschaftlichen Trainings. Ja, ich denke, wir haben uns echt angestrengt. Ah, trotzdem überraschend, wie glatt alles abgelaufen ist. Do you think? Oh, weißt du, woran das gelegen haben könnte? Vielleicht lag es an dem Ding, das Jose uns gegeben hat. Dieses sternförmige Dings da. Hat das Ding vorhin nicht sogar etwas gefunkelt? Ah, vorhin? Du meinst, als ich dir erklärte, wir sollten ein Team bilden? Mit anderen Worten, dieser Stern reagierte auf Monas Wunsch, mit Penta zusammenzuarbeiten? Sterne, die Wünsche erfüllen. Wenn das wirklich so ist, stoßen wir ständig auf neue Phänomene. Ah, ich verstehe es nicht ganz, aber wenn Mona und Penta das hinkriegen, warum nicht auch wir? Wäre krass. Hey, Fox. Denk dir auch mal so eine abgefahrene Technik für uns aus. Wir könnten es Art Run oder so nennen. Ich war jetzt nicht sehr begeistert davon, wie das aussieht. Jungs, Mädels, wollen wir dann langsam mal weiter in die Bank? Hör, sieh mich doch nicht gleich so an. Na, es gibt noch so einiges, das noch unklar ist, wie üblich. Klar ist allerdings, dass wir mit den Sternen sehr viel besser auf Kämpfe vorbereitet wären. Timing von Showtime und Kombinationen. Okay. Die größte Chance auf Showtime gibt es durch eine Übergabe an Akira oder an ein anderes Gruppenmitglied. In der Klemme. Oder wenn der Gegner fast besiegt ist. Anfangs können nur Ahn und Morgana Showtime ausführen. Später kommen weitere Kombinationen hinzu. Showtime ist sogar möglich, wenn das andere Gruppenmitglied nicht aufgestellt ist. Du siehst alle Kombinationen unter Werte im Menü. Ah, okay. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil, dass das geht. So, jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal kurz hier hoch. Okay, hier ist dicht. Alles klar. Dann nehme ich aber den Geldsack noch mit. Aquamarin, ja. Na gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da unten, da waren nämlich noch ein paar Wachen. Kann ich mich ja mal an der Tür verstecken? Nicht so richtig, ja. Aber so geht's. So, komm du mal zurück hier. Genau, und auf dich gehen wir schon mal drauf. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal so eine Showtime-Attacke irgendwie provozieren können. Gut, kennen wir den schon? Ja, der ist schwach gegen Eis. Hab ich... Ja, ich... Nee, ich habe gerade kein Eis ausgerüstet. Wer hat denn Eis?
Die Kollegin hier hat Eis. Nur dann. You're mine. Cool, das Ganze machen wir nochmal. Und dann geben wir mal weiter. Ach so, nee, wir können jetzt erstmal eine All-Out-Attack machen. Ja, klar. Von wegen, wir geben weiter. Okay. That was an easy win. Ja, das war durchaus jetzt gar nicht so kompliziert. Ach Mist, jetzt hat's nicht mehr ganz gereicht. Ah, der kommt jetzt eh zurück. Los, komm drauf. So, mal gucken, wer mal jetzt hier so. Ach, was warst denn du wieder? Gucken wir mal. Ach, wir wissen über dich noch gar nichts. Gut, dann müssten wir mal was probieren, was vielleicht auf alle wirkt. Wollen wir Phoenix mal rausholen, oder? Was kannst du so? Bei einem Gegner. Elektroschaden bei allen Gegnern. Leichter Windschaden bei allen Gegnern. Dann nehmen wir doch die. Nein, nicht Medea. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir probieren es erstmal mit Wind. Mal gucken, was passiert. So, ja, sind zumindest neutral. Ja, dann machen wir damit doch gleich weiter. Nee, warte mal, nicht Glücksschlag hier, Magaro. Machen wir mit Wind gleich weiter, wenn wir zumindest wissen, dass es Schaden macht. So, probieren wir doch gleich mal Eis. Nee, auch nicht. Oh, die können jetzt. Geht das eigentlich auf alle Gegner, diese Showtime-Attacke? Okay, jetzt gab es auch eine Trophäe. Nee, scheint nur auf einen Gegner zu gehen, okay? Jetzt können wir noch so ausprobieren hier. Na komm, dann nehmen wir mal Phoenix und versuchen es mal mit Elektro. Ah ja, Elektro wäre die Schwäche gewesen. Ah, jetzt wissen wir es wenigstens. Alles gut. Wieso ist jetzt eigentlich die Gefahrenstufe hochgegangen? Da kann es doch gar nicht gesehen haben, oder? Wir haben den doch zuerst angegriffen. Das sollte doch eigentlich nicht passieren. So, wir könnten hier lang, wir können aber auch da hinten durch, oder? Ja, können wir problemlos. Hier rennt aber auch nirgends jemand rum. Ist alles ziemlich offen hier an der Stelle. Oh, warte mal. Echt? Oh, hier hinten in der Ecke. Tragbare Batterie, okay. Verstärkt wahrscheinlich, warte mal, tragbare Batterie. Wo ist sie denn? Oh, Haufen Zeug hier. Das müssen wir alles mal irgendwie auch verscherbeln. Was? Fami Drive? Dieses System ist für... Ach so. Ja, klar. Ah, das ist mein Gaming-System da. Okay, das sind alles nur... Ah, hier, tragbare Batterie. Tragbares Akkupack. Ja, und was kann es? Tja, toll. Erzählen Sie mir nicht. Naja, werden wir noch rausfinden, denke ich. Joker. Ja, lässt sich nicht öffnen. Das bringt nichts, nochmal zum Empfang zu gehen. Komm schon, schauen wir lieber woanders. Okay. Gehen wir halt hier durch. Ach nee, hier geht's auch nicht mehr durch. Okay. Also geht das nicht mehr. Naja. Dann geh mal da hinten lang. Soll mir auch recht sein. So. Wartet hier irgendwer auf uns? Nicht so richtig, ja? Ja, ich hab's schon gesehen. Braucht er mir nicht so direkt zeigen. Ach so, doch, den Aufzug, oder was? Sollen wir da rein? Ah, scheint so, als gibt's hier auch noch unterirdische Etagen.
Im Aufzug gibt es aber gar kein Tastenfeld. Mhm. Na, die Sicherheitszentrale steuert ihn bestimmt. Da können sie leicht überprüfen, wer wohin will. Das heißt dann, dass sie unbedingt verhindern wollen, dass jemand nach unten gelangt? Gut. Schauen wir mal. Wenn wir uns ja trotzdem mal angucken hier, das Ding. Ich glaube nur nicht, dass wir hier irgendwas ausrichten können. Wenn er aus der Ferne gesteuert wird, können wir ihn aber nicht nutzen. Ja, ist richtig. Gut. Dann wird er schön bedeckt bleiben hier. Der kommt bestimmt gleich wieder. Denn seine Patrouillenroute dürfte irgendwo hier lang gegangen sein. Ja, los drauf. Show me your true form. Ja, okay, die schon wieder. Okay, das war hier Nuklearschaden. Dann nutzen wir den doch gleich mal. Go down. Noch einen Mitglied mit Nuklearangriff haben wir, glaube ich, im Moment gar nicht, oder? Go down. Also manche Sachen können wir dann nur selber regeln. Es nützt nichts. Cool, Joker. Let's go. Sollte locker reichen. Tut's auch. Einen Pflanzenbalsam haben wir bekommen. Ja, sehr schön. Gut. Also ja, bleibt mal ein bisschen bedeckt hier. So. Und einmal auf den. Na, ich will doch nicht dahinter. Ich wollte doch ja eigentlich auf den Gegner. Da ist er gerade noch so außer Reichweite gekommen. Okay, hier haben wir einmal Eis. Und dann Nuklearschaden. Okay, kein Problem. Dann übernehme ich Nuklear. So, und dann müssen wir wechseln. Dann übergeben wir doch direkt mal hier an Makoto. Und ach, die hat auch Nuklear, natürlich, die hat gar kein Eis. Verdammt. Naja, dann kriegt der halt auch Nuklear ab, was soll's. Ja, gut, okay, so geht's auch. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf gehabt, dass die Eis hätte. Gut, dann nicht. Oh, wieder eine Blanko-Karte. Ja, schön. Dann müssen wir auch mal gucken, wie das funktioniert, dass wir uns die so easy, I'm yawning hinbasteln lassen können. Das hier ist nochmal eine verschlossene Tür. Das bringt uns nichts. So, ich würde aber gern erstmal hier den noch außer Gefecht setzen, der hier drinnen rumlatscht. Kann ich den direkt anvisieren? Nicht so richtig, ja? Aber jetzt. Okay, das bedeutet, ja, okay, dann übergeben wir mal, oh, du könntest ein Technical machen, naja, dann mach das doch mal. Glücksschlag, Technical, aber auf wen? Na, erstmal auf ihn hier, würde ich sagen. Alles klar, dann können wir nämlich jetzt eine All-Out-Attack machen. Der mit seiner Zigarre. Okay. Ich weiß nicht, ob das für eine Katze so gesund ist. Na, hier liegen Donuts. Jemand Lust? Nicht? Naja, dann halt nicht. Gut, gibt's ja sonst was Interessantes für uns oder ist der Raum hier ansonsten nur Deko? Sieht mir aus wie nur Deko. Gut, da kamen wir nicht rein, aber das Sparschwein hier will ich noch haben. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. So, finde eine Route in den Keller. Das heißt, wir müssten hier im Prinzip erstmal in den Sicherheitsraum. I'll
reveal your true form. Gut, die Hunde kann man auch direkt so angreifen. Okay. Nuklearschaden oder Schüsse, na, wenn wir auch schießen können. Was? So, dann übergeben wir mal vielleicht an Ahn. Und probieren es mal mit Feuer. Vielleicht bringt das ja was. Bei allen Gegnern mittelschwerer, bei einem Gegner. Nee, dann nehmen wir lieber den leichten bei allen Gegnern. Oh, da haben wir uns sogar geheilt. Scheiße. Okay, dann müssen wir mal Wind probieren. Klappt nicht. Oh, resistent. Okay. Okay, dann könntest du ja jetzt eigentlich mal hingehen. Ja, dann senkt man erstmal seinen Angriff. Was soll's. Oh, das war auch gar nicht so schlecht. Ich kann doch aber bestimmt... Genau, na dann heile ich doch erstmal Morgana. Hast du was Physisches? Ja, das probieren wir doch mal aus. Na, es war zumindest ein Critical Hit, gar nicht so übel. Bringt uns doch weiter. Die haut ganz schön rein, habe ich das Gefühl irgendwie. Also, das war halt schon nicht so knapp. Gut, die hat jetzt aber relativ wenig HP, deswegen wir stellen uns mal wieder her. So, ganz in Ruhe weiter umschauen hier. Ich würde aber gern erstmal hier noch in den Gang reingehen. Was haben wir hier? Locked. Okay, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte oder so. Hier sind Riegel, so kriegen wir die Tür nicht auf. Wie es scheint, würde uns aber ein bestimmter Gegenstand Durchlass erlauben. Ja, sicherlich, eine Scankarte, ne? Was denn sonst? Da brauchen wir eine Schlüsselkarte und gut ist. Offensichtlicher geht's ja nicht, aber gut. Die werden wir bestimmt auch noch finden. Scheiße. Na komm. I'll reveal your true form. Da hat der Hund gebellt. Ich weiß nicht, ob der uns jetzt schon gesehen hat oder so. Ich kann es nicht ganz beurteilen. Okay, da Elektro, da Schuss. Schaden. Naja, dann schießen wir doch mal auf die da. Und dann übergeben wir an Makoto. Technical und... Ja, nee, mach mal den Technical. Hey Dodo, brauchst mich nicht umzubringen. Lass mich in Ruhe. Gib mir deine Kraft. Yes. Es ist so gütig von dir, mich zu verschwinden. Warte, ich erinnere mich da an etwas. Nikomata. Hat man den nicht schon mal? Vorrat voll. Was hauen wir raus? Ist Level 17, okay. Na, da würde ich sagen, hauen wir den Schwächsten, den wir im Moment haben, raus. Das wäre Wapo. Ja. You've got a new map, Joker. Guti. Okay. Müssten nochmal in den Velvet Room ein bisschen was fusionieren bei Gelegenheit. Na, wenn ich gleich darüber springen kann, mache ich das. Und warte, bis Hundi zurückkommt hier. Ach Mensch. Spring doch den Hund an, was machst denn du? Was soll denn das?
Na, werde ich ihn noch kriegen, oder was? Na. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt drauf hier. Mann, Mann, Mann. Okay. Ihr seid doch die, die mit gegen Schussschaden empfindlich sind, oder? Genau. Dann schießen wir mal direkt auf die da. Und übergeben dann jetzt mal... Ach, dann nehmen wir doch glatt mal Makoto. Und schießen mal mit ihre. Okay. Bei dir wissen wir es immer noch nicht, gell? Nee. Dann probieren wir es einfach mal mit dem Glücksschlag. Zumindest ein Critical Hit. Sehr schön. Dann übergeben wir jetzt an mich. Und probieren es mal mit Elektro. Auch nicht. Ja, dann hau mal rein hier. Och, daneben. Los, greif normal an. Wird reichen. Noch eine Blanko-Karte. Gibt's aber einige hier, oder? Ja, zumindest war es nicht allzu kompliziert. Jetzt versteck dich doch nicht schon wieder. Ich will das Sparschwein haben. Huh? Oh, noch einen davon. Haben wir doch aber einen dabei. Es bringt aber nicht viel. Immer schön drauf. Aber ich glaube, den kriegt man nicht mehr. Na komm. Klappt's noch oder nicht? Das ist die große Frage. Aber ich glaube, der haut gleich ab. Das schafft man nicht mehr. Ja. What? Was ist denn das jetzt bitte wieder? Okay, ja, von mir aus. Okay. Alright. Ja, Stylish victory. Ja, wieso nicht? Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja, aber auch nicht. Wir kommen nicht zu der Treppe. Ja, da kann ich doch garantiert hier mich irgendwo drüber hangeln, oder? Nicht? Hä? Ah, da kommen wir niemals da rein. Ah, schaut mal. Da steht kein Zutritt für Unbefugte. Jetzt will ich noch viel mehr da rein. Können wir denn gar nichts tun? Ja, ich weiß nicht. Ich war ja jetzt eigentlich überall. Und hier hinten komme ich nicht durch. Warte mal. Ist das hier ein Schalter? Ja, das ist ein Schalter. Oh je. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn ihr den Schalter schon direkt daneben an die Wand packt, dann braucht ihr eigentlich nicht gar nicht erst zumachen, das Tor. Das ist ja eigentlich totaler Käse. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber jetzt sind wir ja wieder am Anfang. Ach, jetzt weiß ich auch, welches Tor das war. Okay. Das heißt, wir sind jetzt theoretisch... Haben wir jetzt eine kleine Abkürzung bekommen... Aber ansonsten auch nichts, ne? Hier drüben sind wir ja vorhin lang gegangen. Und hier, warte mal, hier ist eine Tür. Oh, a treasure chest. Wieso habe ich denn die Tür vorhin nicht gesehen? War die Tür vorhin auch schon da?
Ich meine nicht, dass es uns jetzt viel gebracht hätte, aber... Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Gott, da hätten wir noch einen Geldsack. Kann ich mit denen quatschen? Nö. Ah ja, auch keine Chance. Jetzt? Ja, also diese Geldautomaten, da kann ich auch nichts mit anfangen. Kann höchstens ja ans Sparschwein. Kann ich hier was machen? Nö. Sonst irgendwas auffällig hier? See it. Warte mal, ja, da oben. Ach was. Was willst du mich verarschen? Ja, da oben geht was, aber wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Wollen die mich veräppeln? Ich kann doch unmöglich hier die Wand hoch. Nee, geht auch nicht. Oder komme ich irgendwie über den Raum da hoch? Ach, ehrlich. Hier einen Schrank hoch. Willst du mich verarschen? Und jetzt? Ja, und jetzt weiter? Hä? Ja, und nu? Das kapiere ich gerade nicht ganz. Da drüben wird es auch noch hochgehen. Und hier geht auch noch irgendwas. War doch gerade noch was. Gut, dann gehen wir halt hier hoch. Alles klar, ich hab's kapiert. Ja. Alles klar. Gut. Problem verstanden, aber viel weiter bringt's uns jetzt auch nicht, ne? Denn das war jetzt im Prinzip auch nur eine Abkürzung hier hoch. Ach du Scheiße. Gut. Man sollte vielleicht doch ab und zu mal seine Fähigkeiten, die man hat, auch einsetzen. Dann können wir nämlich jetzt hier durch. Ah, okay. Dann dreht mal langsam raus. Ah, der Schatten steht uns im Weg. Was sollen wir tun, Joker? Wir greifen an. I'll reveal your true form. Ja, geht doch. Einwandfrei. Okay, wie war das jetzt bei dir? Eis. Okay, krieg mal hin. Krieg mal hin. Sie hätte Eis. Habe ich noch einen mit Eis, der vielleicht alle angreifen kann? Nicht so richtig, ja. Na gut. Dann fangen wir mal schön an. Gehen von rechts nach links mal alle durch. Und brauchen dann demnächst auch mal einen SP-Item, glaube ich. Zumindest ich. So, all out attack. Okay,
wir haben es geschafft. Das scheint eine Art Überwachungsraum zu sein. Hoffentlich finden wir hier Hinweise. Hey Leute, ich hab was gefunden. Ist das nicht eine Art Schlüsselkarte? Na cool. Oh. Ja. Und hier drüben ist eine Karte. Wie erwartet ist das Kellergeschoss ziemlich groß. Na, ich wette, dass sich dort der Schatz befindet. Man ist aber nur ein Bruchteil davon abgebildet. Oder eine weitere Karte könnten wir nicht sicher sein. Na, es sieht aus, als hätte dieses Gebäude schon eine unterirdische Ebene. Vermutlich wäre es sinnvoll, zuerst dorthin zu gehen. Sollen wir den Aufzug nehmen, den wir vorhin gefunden haben? Na, das sollten wir nur im Notfall tun. Prüfen wir erst, ob wir die Schlüsselkarte benutzen können. Hey, sind wir nicht an einer Tür vorbeigekommen, die wir nicht öffnen konnten? Okay. Ja, probieren wir es aus. Ja, denke ich auch. Ja, wir haben eine Schlüsselkarte. Ist doch super. Dann können wir ja mal gucken, ob uns das weiterbringt. Was ist mit der Schlüsselkarte, die wir vorhin gefunden haben? Das könnte doch funktionieren. Unlocked. War ja klar, dass das geht. Ah, okay, es ist offen. Na, die könnte uns bestimmt auch an anderen Orten nützlich sein. Ja, vermutlich. Nämlich an einer der verschlossenen Türen da. Die Frage ist, bei welcher? War das jetzt hier hinten, ja? Ja, genau, hier war das. Ah, wollen wir mal die Schlüsselkarte von vorhin reinstecken? Ja, na klar doch. Was denn sonst? Was meinst du, warum ich hierher gegangen bin? Unlocked. Doch der einzige Weg, der hier noch plausibel war jetzt. Alright. Ah, alles klar. Na, geht doch. Und weiter im Text. Ui, was ist denn das? Ach, der Aufzug. Hm? Ist das ein Aufzug? Den steuern sie extern, also befinden wir uns direkt darüber. Ja, und jetzt? Das ist also der Kontrollraum. Was sollen wir hier überhaupt machen? Klettern wir auf den Aufzug. Well. Na, mal wieder scharfsinnig, Joker. Dann können wir auf dem Aufzug mitfahren. Ah, verstehe. Wir schleichen uns auf den Aufzug und warten dann, bis er nach unten fährt. Na, das klingt super und so kommen wir endlich nach unten. Na, alles klar, rauf da. Ja, klingt gut. Mich wundert es nur, dass hier im ersten Bereich kein Safe Room ist, aber gut, was soll's. Los, runter da. Yes. Na, sehr gut. Dann müssen wir nur noch darauf warten, dass es sich bewegt. Und in diesem Moment passiert's natürlich auch, ja klar doch. Und natürlich haben wir hier unten auch direkt einen Ausgang. Was denn sonst? Gut, okay, dann kommen wir hier über diese Lüftungsschächte mit Sicherheit dann einfach hier in den weiteren Raum. Ui, ja, Raum ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, na doch, okay. Wir sind jetzt erstmal so ein bisschen auf dem Dache hier, beziehungsweise, was ist das hier eigentlich? Warum baut man diese Träger mit so viel Abstand zum eigentlichen Dach? Oder zur eigentlichen Decke des Raums? Verstehe ich nicht. Naja, springen wir mal runter. Hm? Ah, ist das der Keller? Alle Sicherheit. Alle Sicherheitskräfte herhören. Ist das Kaneshiro? Einige Ratten haben diesen Ort infiltriert. Lasst sie auf keinen Fall weiter nach unten vordringen. Sicherheitskräfte verstärken. It looks like. War ziemlich offensichtlich, wo sich der Schatz befindet. Aber die Karte bildet nicht so viel ab. Vielleicht gibt's irgendwo noch eine? Wir sollten auf jeden Fall nach unten gehen. Suchen wir die andere Karte. Ja. Aber vorsichtig müssen wir ja sein, weil hier haben wir es auf jeden Fall jetzt mit mehr Gegnern zu tun. Morgana sprintet schon mal wieder voraus hier. Ich will mich lieber genau umgucken. Nicht, dass ich hier irgendwas verpeile. Was ist denn das hier? Ach so, ja klar, ein Safe Room. This is a safe room. Na, das ist doch super. Da können wir die Folge jetzt hier mal unterbrechen. Da muss ich sie gar nicht ohne Verabschiedung schneiden. Und in der nächsten Folge gehen wir dann weiter. Wir haben ja schon immerhin schon mal eine Schlüsselkarte, die uns ein bisschen weiterbringt. Und da schauen wir dann zu Anfang der nächsten Folge mal, was die beiden zu erzählen haben. Und Ahn macht sich da sehr bequem irgendwie. Scheint ja. Ja. Gut,
In der nächsten Folge gucken wir mal, was die beiden da hinten zu sagen haben. Yusuke und Makoto. Und dann werde ich mal sehen, dass ich mir noch ein paar SP besorge. Dann gehen wir weiter. Wir haben eine Schlüsselkarte, die uns ein bisschen weiterbringt. Ich hoffe, sie wird uns auch weiter nützlich sein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt eine gute Zeit. Bleibt mir vor allem gesund. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Haut rein!